Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Infinity Factory. Und in dieser Folge werden wir den hier drücken. Also ich weiß auch mal nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ja, wenn nicht, wenn ich es nicht richtig ausspreche, dann tut es mir leid. Aber ich weiß schon, wie man das ausspricht. Ja, so viel dazu. Und Spiel so übel lange vor, den haben schon irgendwie viel vorproduziert und weiß auch mal nicht genau, wie man das ausspricht. Da ist das. Okay. Okay. Ich glaube, jetzt weiß ich, was Cycle ist. Nein, Cycle ist schon die Zeit. Das hat schon was mit Zeit zu tun, ja. Wir machen Folgendes. Wir waren jetzt, letzte Folge, wollten wir hier etwas hinplatzieren. Und wenn das detected wird, dann soll das weitergeschoben werden. In die Richtung. Und es muss noch zusammengeschweißt werden, fällt mir auf. Und dann machen wir hier noch eine Mühe daran. Wie soll ich das machen? Ich kann gar nicht detekten, ob der jetzt da ist oder nicht. Gut, vielleicht was ist, wenn ich es inverted mache? Das heißt, der fällt dann runter, löst ihn aus. Deaktiviert sich. Prinzipiell, ja, praktisch, nein. Ach man. Das ist halt fest, Weon. Okay. Und detecten muss ich es aber auch. Das ist alles. Alles. Ich glaube einfach irgendwie zu viele Sachen. Kann ich es von oben reinfallen lassen? Weil das kann ich mit anderen Sachen schlecht machen. Es fällt ja schon von oben rein. Aber nicht von hoch genug ist das Problem. Glaube ich. Ich mach mal. Wieder dahin. Noch hier. Ein dahin, den mache ich weg. Okay. Das schiebt sich ran. Das kommt drauf. Das macht fest. Also prinzipiell ist es ja dann schon fest. Also das Problem ist halt nur, dass es dann halt nicht direkt weitergeht und das muss es halt. Aber das ist doch gar kein Problem. Ich mache einfach hier einen Sensor da oben drüber. Dann hab ich's doch. Was mach ich denn hier rum? Shift. Nochmal richtig überlegen. Hier einfach Sensor hin. Dann jetzt, Piston. Hier so. Hier so hin. Zack, zack. Zweck. Ich weiß keine Ahnung, wozu das Kabel gerade war, aber jetzt ist nicht das Ding verschwendet. Ding kommt, Ding bleibt stehen, Ding wird weitergeschoben, Ding bleibt stehen, Ding wird weitergeschoben, Ding bleibt immer stehen und jetzt kommt Ding. Ding fährt hoch, Ding verbindet sich und wird weiter bewegt. Am besten.
und kann jetzt abtransportiert werden. Die Räder müssten schon längst fertig sein. Dann mache ich es umgekehrt. Dann lasse ich die Räder zuerst kommen. Und das lasse ich hier drüber fliegen. Das ist ja sowas hier. Das heißt, es wird so hoch geflogen. Die Räder sind ja relativ dünn, daher ist es viel, das ist auch klüger, wenn ich es so mache. Jetzt muss ich halt nur die Dinger jeweils zwei Teile aufteilen. Also einmal zack. Und einmal zack. Die landen ja so quer drauf, also schon in der richtigen Position. Das heißt, ich kann nur zwei einen so drauf schieben lassen und dann noch nicht. Und jetzt schauen wir mal, wie die dann landen nochmal. So landen die. Das heißt, ich brauche den Detect. Hier so. Genau da. Nur, dass ich nicht den verwenden kann, sondern den verwenden sollte. So. Und jetzt kann ich den Pisten hier platzieren. Oh ne. Mist, der wird dann damit connected. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Warum brauche ich das nicht umgekehrt? Weil da muss ich es ja runterschieben. Oh ja. Das heißt, da brauche ich einen Pisten. Dann geht das, weil dann kann ich nämlich hier geht's, das kann ich zwar nicht so machen, ich habe hier den Sensor hin. Sensor! Zack! Und jetzt, wenn ich es jetzt richtig gemacht habe, dann musste eins runterkommen. Nächste. Und eins ist jetzt, wird jetzt darüber gedrückt. Und das, was du darüber gedrückt hast, wird jetzt abgenommen. Also alles, was hier ist, zack, wird so abgenommen. Also. So. Ja, hab's an. Ja. Zack. Kommt runter. Zack, zack, zack. Also eins landet nicht darüber, aber schreit. Jetzt sind die voneinander getrennt. Ja. Und jetzt lasse ich das einfach so davor fahren. Aber der bleibt ja so stehen und der andere nicht. Ups, da geht der andere. Der wird vorgeschoben, naja. So. Nice. Das Ding ist vorbereitet und bereit zum... zum Nachschieben. Und da oben kann ich auch noch Schiebedinge einbauen? Ja, kann ich. Okay, gut. Also das heißt... also es sollte kein Problem werden mit dem Nachschieben und so. Hoffentlich. Das heißt... haben wir noch? Okay, wir haben noch genug Zeit. Das heißt... oh ne, das wird nicht, die Verzögerung hier funktioniert nicht. Das war rum.
So, jetzt die Verzögerung würde funktionieren. So, passt. Zack, zack, zack. Verzögerung funktioniert. Wird aufgeteilt, getrennt, zack. Das Ding kommt so spät, was ist das eigentlich? Schau, wenn ich jetzt mal so schaue. Ich meine, jetzt habe ich es so gemacht, dass ich quasi die noch ein, quasi noch mehr verzögert haben. Jetzt landen die dahin. Komm schon, der nächste wird quasi schon kommen. Und da machen wir die Pause. Jetzt, da ist der erst. Oh mein Gott, der ist so weit hinten. Nächste schiebt den nach, der geht da drauf und der geht da drauf. Nice. Nächste kommt. Schiebt den, der nächste kommt wieder. Schiebt den nach, kommt der drauf und geht auf die andere Seite. Funktioniert. Einzige, was noch stört, ist das hier hinten, die Holzbalken rausgehen. Ja. Aber die kann ich abnehmen. Theoretisch. Das hoffentlich. Weil die sind drei breit. Oh mein Gott. Nein. Die hab ich voll eingebaut, die Holzbalken. Toll. Na geht. Okay, ich kann sie da hinten lang fallen lassen. Okay, das funktioniert auf jeden Fall mit diesem Nachlegen. Das geht. Jetzt! Jetzt erst ist es fertig und jetzt schiebt sich schon das nächste nach. Okay, oh, es ist krass. Ja. Wir machen... sowas. Geht das? Ich denke nicht, weil ich kann den ja nicht mehr reinschieben dann. Ich kann deswegen kurz was mal. Oder ja, kurz was mal. Erste kommt, nächste kommt, nächste kommt. Oh, doch geht's, oder? Doch geht. Krass. Jetzt, falls jetzt nämlich das zu viel wird, dann ist es halt so. Dann stapelt sich das hier. Ha! Das ist mal die Klüste, die ich hier hatte. Denn. Der wartet jetzt quasi so lang und startet sich so lang auf und speichert das ab. Nice. Das ist echt gut. Das ist echt gut gemacht, muss ich sagen. Ich frage mich nur, warum... Wenn ich das jetzt so mache, dann kommt ja der nächste. Und der nächste, kommt der nächste. Und der nächste, der ist aber klar. Das kommt auf jeden Fall, dann schiebt sich dann da. Das schiebt sich jetzt nur schon dahin, weil der Sensor aktiviert wurde. Und jetzt kommt das nächste. Und der Sensor wird nicht aktiviert. Ah, kein Wunder. Ist halt, weil der ist jetzt frei. Und erst wenn jetzt die zwei verbraucht werden, dann schieben sich die nächsten nach und dann kann das auch wieder funktionieren. Okay, gut, 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 gut. Okay, also das ist soweit, das funktioniert schon klar. Jetzt kümmern wir uns mal um dieses Ding. Einfach noch. So. So.
jetzt erdrücke, dann sollte da gleich der... Das braucht einfach ewig. Scheiß drauf. Ich glaube einfach, dass es jetzt funktioniert. Das braucht ja nämlich Jahre. Geht ja noch eine bestimmte Höhe, fällt mir auf. Kann ich nicht den Sensor umdrehen? Kann ich da so nicht so einfach dann den Sensor hier hin tun. Da? Da? Hat die wahrscheinlich, wieso den Sensor? Was macht der denn da? Und dann aber lasse ich einfach ein paar Blöcke und hinterfrage den Sensor, wenn da was ist. Und so bekomme ich ihn höher. Ja, die Idee an sich nicht schlecht, aber... Aber im Praktischen reicht es doch schon so, oder? Ja. Mach ich dann alles rum. Das passt so. Dann muss ich das natürlich nicht so machen. Dann kann ich natürlich hier den Sensor so lassen. Wenn ich jetzt Play mache, dann haben wir den coolen Fall, dass das hier so rein will. Oh! Das schiebt sie nicht nach. Ah. F, dann R. So. Das schiebt sich nicht nach, ganz vergessen. Hä? Oh. Das hat sich nur jetzt vorgeschoben, ja. So. Jetzt muss aber gehen. Nein, tut's nicht, weil das schiebt das Ding, schiebt es ja nur einen Block. Das ist echt. Okay, ich mache hier ein, ich mache was, damit es nicht hochfliegen kann. So, jetzt klappen. So, die Dinger kommen und zack, zack. Oh Mist, das Ding ist nicht ein Block zu tief. Zack. Zack, zack. Kann ich so lassen, passt. Das braucht Jahre. Okay, gut. Ja, dann schon mal hier. Und zwar, da ist noch dieses Zwischenrutsch. Das rutscht rein. Okay, das funktioniert. Oh, das ist ewig gebraucht. Okay. Und jetzt werde ich das zusammenschweißen. Okay, er schiebt sich auf. Daran habe ich nicht bedacht, aber ich glaube, das kann ich fixen. Nämlich,
das hier oben platziere. Sollte gehen. Sollte auf jeden Fall möglich sein. Die verschiebt sich nach. Also das stapelt sich jetzt. Und jetzt, bam! Boah, das ist so schwer ausgeklügelt. Schiebt sich hier auf nächste Forest. Ist auch aber echt ewig. Schau, wenn ich jetzt F drücke. Die Cycle so langsam steigen. Steigen. Und jetzt endlich. Boah, jetzt kommt die erste Ware. Aber wie man sieht, ich bin glücklich. Schau mal. Hier, es rutscht perfekt nach. Und jetzt brauchen wir mal bitte Tee. Okay. Achso. Was ist das? Oh, gruselig. Ist mir gar nicht aufgefallen. Was? Was zum... Was? Oh, what the fuck? Habt ihr das gesehen? Mit dieser gruseligen Kamera, was auch immer das gerade war, beende ich die Folge. Was zum... Was war das? Auf einmal ist es wieder weg. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge und... Schaut auch wieder rein und ja, ciao!